Das nächste Stichwort lautet Familie. Die aktuellen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, die aufgrund der Corona-Krise in Deutschland erlassen wurden, sehen bekanntlich vor, dass man sich möglichst nur noch allein aufhält und höchstens eine andere Person einzeln trifft. Es sei denn, man ist eine Familie oder ein Haushalt, dann darf man auch in der Öffentlichkeit zusammenbleiben. Offensichtlich gibt es ja einen praktischen Aspekt, zu dem gar nicht viel zu sagen ist. Klar, wer zusammenlebt, hat ohnehin Kontakt und Kinder müssen betreut werden und können nicht alleine rumlaufen. Dennoch gibt es hier auch eine Implikation, die zumindest einmal herausgestellt werden soll. Die aktuelle Krise der Gesellschaft bestätigt und stärkt die Familie als primäre Instanz der Fürsorge. Der Rückzug ins Private bedeutet zumindest der Idee nach ein Rückzug in die Familie und beruht damit darauf, dass diese Institution die Institution der Familie besteht und funktioniert. Diese Implikation soll im Folgenden einmal genau in den Blick genommen werden. Wenn darauf hingewiesen wird, dass, wie ich jetzt hier aus der Berliner Verordnung zitiere, der Besuch bei Ehepartnerinnen und Ehepartnern oder Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern und die Wahrnehmung des Sorgerechts oder Umgangsrechts im jeweiligen privaten Bereich aus dem Kontaktverbot ausgenommen sind, dann trägt dies zunächst der Tatsache Rechnung, dass Familien nicht oder nicht mehr im engen Sinn der klassischen Idee bürgerlicher Kernfamilie entsprechen. Es gibt Eltern, die getrennt leben und die sich das Sorgerecht aufteilen. Es gibt LebenspartnerInnen, die nicht verheiratet sind und die in verschiedenen Wohnungen leben und so weiter. Familien bedeutet nicht oder nicht mehr oder nicht nur Vater, Mutter, Kind unter demselben Dach. Dies wird durch die aktuellen Regelungen vermittelt. Was dabei aber unangetastet bleibt, ist eine grundlegende, also dem Ganzen zugrunde liegende Annahme. Dann, wenn alle Kontakte und Verbindungen wegfallen, wenn man niemanden sehen darf und man sich, soweit es irgendwie möglich ist, nur noch im privaten Raum aufhalten soll, gibt es eine letzte Instanz, die bleibt: die Familie. Die Frage, die sich in dieser Situation stellt, ist natürlich: Was ist das? Was ist dieser private Raum? Welche Form von Beziehungen sind darin gemeint und natürlich auch welche nicht? Was für Verhältnisse und Rollen sind dabei vorausgesetzt und welche werden dabei verhindert? Im Folgenden werde ich kurz ein paar wenige Punkte aufwerfen, um diese Fragen zu diskutieren und auch einmal die Frage anzureißen, warum dies problematisch sein könnte. Die Beobachtung, mit der ich angesetzt habe und die im Folgenden meine zentrale These darstellen wird, lautet also, dass die Familie heute weiterhin, vielleicht sogar vermehrt, eine zentrale Institution ist, deren Bestehen systematisch vorausgesetzt bleibt und die mit sozialer Distanz und Individualisierung sogar eng verbunden ist. Dies ist zunächst einmal gegen die in verschiedenen Diagnosen, in verschiedenen Diskussionen weit verbreitete Annahme gerichtet, dass die Familie in der Krise sei. Diese Diagnose findet sich quasi von links wie von rechts. Auf der quasi linken Seite äußert sich diese Diagnose als Kritik am gegenwärtigen Kapitalismus, dass er keinen Raum für Bindung und Fürsorge lasse, insofern er den Einzelnen abverlange, sich zu individualisieren, sich einem flexibilisierten Arbeitsmarkt anzupassen, sich um die eigene Karriere statt um das Wohlergehen der Nächsten zu kümmern und so weiter. Unsere spätkapitalistische Gegenwart sei gekennzeichnet durch die sogenannte Ökonomisierung solcher Lebensbereiche, in denen ehemals Verhältnisse und Tätigkeiten möglich waren, die sich gegenüber einer ökonomischen Logik sträubten. Dies betreffe in erster Linie Tätigkeiten der Fürsorge oder Pflege, also das, was eben unter dem Stichwort Care läuft, für die heute mehr denn je Ressourcen und Zeit fehlten. In besonderer Weise äußere sich dies als Krise der Familie, insofern diese die Institution der Fürsorge schlechthin darstellt. In einer individualisierten Welt unternehmerischer Subjekte, die sich in einem flexibilisierten Arbeitsmarkt behaupten müssten, könnten familiäre Bindungen kaum bestehen. Diese Einschätzung der Gegenwart trifft sich gewissermaßen mit der konservativen Diagnose, dass angenommene traditionelle Werte wie etwa Religion oder eben auch sind scheinbar traditionelle Geschlechterrollen heute gefährdet und in Auflösung begriffen seien. Die klassische Kleinfamilie im Sinne des männlichen Alleinernährers und der genügsamen Hausfrau könne sich heute gar nicht mehr behaupten, weil niemand sich mehr auf so etwas einlassen würde.
Verantwortlich für diese Entwicklung scheint in dieser Perspektive insbesondere das Erstarken feministischer Positionen bzw. die zweite Welle der Frauenbewegung im Zuge der 68er zu sein. Teilweise treffen sich beide Analysen gewissermaßen darin, dass eben die Kämpfe und Bewegungen der 68er Jahre auch als ein Bestandteil in der Etablierung eines neoliberalen Kapitalismus gedeutet werden, wie zum Beispiel bei Potanski und Schapello oder auch bei Nancy Fraser. Im Allgemeinen lässt sich auf jeden Fall festhalten, dass beide Varianten sich in der Annahme einer gegenwärtigen Krise der Familie treffen. Damit greifen sie sicherlich bestimmte Phänomene der Gegenwart, sind aber mindestens einseitig oder unvollständig in ihrer Diagnose, um nicht zu erwähnen eurozentrisch, aber darauf kann ich jetzt leider nicht im Näheren eingehen. Man könnte schließlich meinen, dass die Tatsache, dass eine bestimmte Form der Familie im Wandel begriffen, vielleicht sogar in der Krise ist, also was ich eben in Bezug auf die Verordnung erwähnt habe, also die Vorstellung, dass eben Vater, Mutter, Kind im selben Haus wohnen, dass das eben nicht in dieser Selbstverständlichkeit der Fall ist, bedeutet möglicherweise nicht, dass die Familie als solche keine Rolle mehr spiele. Und dann muss man natürlich erstmal ausführen, was dieses als solche hier meint. Um die Analyse einer Krise der Fürsorge oder Crisis of Care, wie es auch heißt, fruchtbar zu machen, muss sie differenziert werden. Gerade die Krise von öffentlichen Institutionen der Pflege und Fürsorge, die im Abbau des Wohlfahrtsstaats liegt, impliziert die Privatisierung und Individualisierung der Sorge um das eigene Leben. Und gerade diese Entwicklung macht die Familie zu einer zentralen, zu einer unumgänglichen Institution. Dies ist von Melinda Cooper in ihrem Buch Family Values herausgearbeitet worden und findet sich auch bei Wendy Brown unter anderem in der schlechten Revolution. Die Privatisierung von Verantwortung, die mit dem Zurückfahren öffentlicher Wohlfahrt einhergeht, kann sich nur als Familialisierung realisieren, als Implementierung einer quasi freiwilligen, gegenseitigen Hilfe unter Familienmitgliedern. Dies allgemein soll im Folgenden etwas genauer ausgeführt. Ein unabhängiges und selbstverantwortliches Marktsubjekt setzt ein informelles soziales Netz voraus, das es auffängt, wenn es in seiner Unabhängigkeit versagt, etwa durch Arbeitslosigkeit oder Krankheit. Die Unabhängigkeit von Einzelnen auf dem Markt kann sich nur halten, wenn diese Einzelnen von einem Netz getragen werden, das andere zur Verfügung stellen. Personen also, die bereit sind, es zu tragen und darin demnach nicht als unabhängige Marktsubjekte handeln. Darin tut sich ein paradoxer Anspruch auf. Für die Verwirklichung individualisierter Marktlogik braucht es einen Ort und Subjekte, die nicht danach handeln. Diesen Ort bildet die Familie. Darin ist, so der Anspruch, die individualisierte Logik des Marktes ausgesetzt. Dass dies auch tatsächlich passiert, also dass Familienmitglieder füreinander und nicht nur jeweils für sich selbst sorgen, gilt eben als eine Form der Verpflichtung. Diese Verpflichtung, die Familienmitglieder gegeneinander scheinbar haben, kann nicht direkt erzwungen werden, nicht unmittelbar zumindest erzwungen werden, sondern ist ethisch begründet. Sie beruht auf einem Ideal freiwilliger Bindung durch Liebe. Dieses Ideal sieht also vor, dass die beteiligten Personen sich frei und aus Liebe dafür entscheiden, ihre Selbstständigkeit aufzugeben und miteinander eine neue Einheit zu bilden. Die moderne bürgerliche Familie, wie sie in Europa etwa seit dem 19. Jahrhundert imaginiert und gefördert wird, gründet also in der Freiheit der beteiligten Subjekte und soll darin einen Bereich eröffnen, der nicht durch Arbeit und nicht durch ökonomische Zwänge gekennzeichnet ist, sondern eine affektive, unmittelbare Intimität ermöglicht. Und das ist natürlich keine Aussage über reale Familien, sondern eben über dieses Bild oder über dieses Ideal der Familie, der bürgerlichen Kleinfamilie. Gerade diese Intimität bildet allerdings die Grundlage für die nicht marktförmige und nicht rechtsförmige Verpflichtung, die die Familie strukturiert und die zugleich so zentral ist für das Funktionieren der Marktlogik und für die Handlungsfähigkeit autonomer Marktsubjekte. Dies zeigt sich nicht nur in der Funktion der Hilfe, die ich mit Cooper herauszustellen versucht habe,
Diese Funktion wird freilich in einem Kontext, in dem das staatliche und öffentliche Netz, das Einzelne ebenso auffangen könnte, zurückgefahren wird, besonders wichtig. Der Abbau öffentlicher Sozialhilfe beruht schließlich darauf, dass diese Form von privater freiwilliger Hilfe greift. Darüber hinaus aber gilt dies auch in dem Sinn, der bereits in den 1970er Jahren von marxistischen Feministinnen wie zum Beispiel Silvia Federici und Maria Rosella Costa hervorgehoben wurde, aber weiterhin heute vielleicht nochmal besonders betont werden muss. Unter dem Deckmantel der Liebe spielt sich eine andere Form von Arbeit ab, die gerade insofern sie als Liebe markiert wird, als Arbeit eben unsichtbar bleibt. Fürsorge ist eben nicht nur eine ethische Haltung, sondern auch eine wertschöpfende Tätigkeit, insofern dadurch die Bedingungen dafür hergestellt werden, dass es überhaupt Menschen gibt, die auf dem Arbeitsmarkt als autonome Einzelne agieren können. Gleichzeitig ist auch klar, dass all dies eben nicht einfach nur eine private Wahl ist, sondern auch eine bestimmte Form der Regulierung voraussetzt. Damit Einzelne sich von einem individualistischen Ausgangspunkt ausgedacht dazu verpflichten lassen, Verantwortung für Familienmitglieder zu übernehmen, sind womöglich weitere staatliche Maßnahmen erforderlich, die quasi intakte, fürsorgliche Familien hervorbringen, schützen und wenn notwendig künstlich einsetzen. Und diese staatliche Tätigkeit ist eben das, was Foucault unter dem Stichwort der Biopolitik beschreibt. Dass die Familie als affektive, private, also nicht öffentliche und nicht ökonomische Sphäre geschützt werden soll, bedeutet unter anderem auch, dass sie vor den beteiligten Individuen selbst geschützt werden muss, damit sie sich nicht womöglicher Verantwortung entziehen. Der Sozialkonservatismus, der die Familie in ihrer traditionellen Form retten und zurückholen will, bildet in diesem Sinn also nicht einfach eine Gegenbewegung zum Marktindividualismus, sondern dessen unausgesprochene Grundlage. Was natürlich nicht heißt, dass alle Marktliberale Sozialkonservative sind. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Also, um zurück zum Einstieg zu kommen. Sozialer Rückzug bedeutet auch heute in der aktuellen Situation eine Privilegierung der Familie als Fürsorgeinstanz. Es bedeutet, dass die Personen, mit denen man im Austausch ist, die man berührt, mit denen man sich in dieser Lage einen gemeinsamen Alltag baut, die Familie sind. Freundinnen, Kolleginnen, Affären, öffentliche Strukturen wie etwa Betreuungseinrichtungen können in dieser Situation diese nicht nur, aber auch emotionale Arbeit nicht leisten. Das bedeutet natürlich auch, dass sehr viele Lebensmodelle, die ansonsten praktiziert werden, offene Beziehung, gar keine Beziehung, Polyamorie, die gemeinschaftliche Organisation von Kinderbetreuung und so weiter, vieles andere, dass diese Lebens- und Organisationsformen nun also zurücktreten müssen. Freilich zeigt die Bezugnahme auf den Haushalt, die sich in der Verordnung findet, dass dabei Familie nicht unbedingt im klassisch bürgerlichen, engen Sinn gemeint ist, wie ich ja auch vorhin schon kurz erwähnte, sondern ebenso auch zum Beispiel Wohngemeinschaften einbezieht. Gezwungenermaßen, denn wer zusammenlebt, lässt sich natürlich nicht so leicht trennen. Eine bestimmte Struktur bleibt damit aber, nämlich die Annahme von Exklusivität. Die Idee eines einzelnen Ortes, der quasi entzogen ist. Der Ort, der bleibt, wenn das Soziale verschwindet. Ich will damit nicht sagen, nur um es noch einmal zu betonen, falls dieser Eindruck entstanden sein sollte, dass die Maßnahmen irgendeinen geheimen Plan zur Stärkung der Familie verfolgen würden oder irgendwie sowas. Ich will nur sagen, dass sich daran zeigt, wie sehr Individualisierung darauf beruht, dass es so etwas wie die Familie gibt. Etwas, das sich dadurch kennzeichnet, Rückzug aus dem Sozialen, Rückzug aus der Öffentlichkeit, Rückzug vom Markt zu sein. Worum es mir geht, ist, diese Situation als Zeichen dafür ernst zu nehmen, dass die so gern betrauerte Krise der Familie vielleicht einmal in Frage zu stellen ist. So zeigt sich, dass die Familie eben eine zentrale Institution bleibt, auf der gesellschaftliches Funktionieren beruht. Gerade dann, wenn öffentliche Orte und Institutionen wegbrechen oder überlastet sind. Dies im Blick zu behalten, könnte auch in der wohl zu erwartenden Krise nach der Corona-Krise bedeutsam sein. Wenn sich die finanzielle Lage von vielen dramatisch verschlechtert, öffentliche Ausgaben reduziert werden,
dann kann darin erst recht eine Krisensituation liegen, die die Familie als Verantwortungsstruktur ins Zentrum rückt. Das wäre dann die Annahme und Forderung, dass man sich als Familienmitglieder unterstützt und füreinander aufkommt, wo es der Staat eben nicht mehr tut. So wie etwa in Spanien im Zuge der Wirtschaftskrise viele zu ihren Eltern und Großeltern gezogen sind, weil sie eben ihre Wohnungen verloren hatten. Warum aber soll diese Beobachtung ein Problem sein? Man könnte ja auch sagen, gut, dass es immerhin Familien gibt und nicht jede und jeder ganz allein mit dieser Situation konfrontiert ist. Dass soziale Distanz nicht komplette Isolierung bedeutet, sondern ein Raum bleibt für manche zumindest, in dem Nähe weiterhin erlaubt und möglich ist. Dazu noch ein paar Stichworte und das sind alle Stichpunkte zusätzlich zum Offensichtlichen, dass natürlich nicht alle in Familien leben und dass damit sozusagen diese Möglichkeit der gemeinschaftlichen Isolation sozusagen nicht für alle gegeben ist. Davon aber abgesehen, ein paar Stichworte zur Kritik der Familie selbst. Zunächst ist offensichtlich, dass das Fürsorgeversprechen der Familie ungleich verteilt ist. Es geht einher mit der Etablierung einer Rollenverteilung, nach der manche mehr Fürsorgende sind als andere. Tendenziell ist die Fürsorgeinstanz der Familie natürlich weiblich besetzt. Genauer ist es die Rolle der Mutter. Die sorgende Mutter ist die Instanz, die die Familie überhaupt zu einem Raum der Intimität und Fürsorge macht. Die Tatsache, dass weiterhin insbesondere Frauen für fürsorgende und pflegende Tätigkeiten verantwortlich bleiben, nicht nur in der Familie, sondern auch etwa als Kranken- oder Altenpflegerin, Kindergärtnerin oder Putzkräfte, geht mit der Aufwertung der Figur der Mutter einher. Als sei so etwas wie Selbstverwirklichung oder freie Betätigung für Frauen in dieser Figur zu suchen. Dies ist auch verbunden mit der Annahme über natürlich gegebene Geschlechterunterschiede, aus denen dann auch so etwas wie unterschiedliche Präferenzen oder unterschiedliche Fähigkeiten, quasi Instinkte folgen sollen. Also dass dann die Forschung des Frauen eben besonders gut darin sind, für andere zu sorgen oder dies auch besonders gerne tun. Die Zelebrierung der Mutter ist also das Pendant zur Abwertung von Frauen als Nichtmütter, das heißt als Subjekte, die sich nicht in die Struktur der Familie einfügen und nicht den an sie herangetragenen Fürsorgeansprüchen entsprechen. Darin zeigt sich natürlich auch, dass die Familie nicht unbedingt der Rückzug und die Nähe tatsächlich ist, die ihr zugesprochen wird. Nicht nur, weil das, was für die einen Intimität und Nähe ist, für die anderen eher Arbeit bedeutet, sondern auch in einem fundamentaleren Sinn. So berichten etwa Frauenrechtsorganisationen, dass in der Region Wuhan während der Corona-bedingten Quarantäne dreimal so viele Hilfeanrufe wegen häuslicher Gewalt eingegangen seien wie zuvor. Man muss aber natürlich auch beachten, dass die Hemmschwelle, einen solchen Hilfeanruf zu tätigen, in einer Situation, in der man nie alleine zu Hause ist, besonders hoch ist. Trotzdem wurde sozusagen dieser Anstieg festgestellt. In Spanien wurden nach wenigen Tagen Ausgangssperre Mordversuche an Frauen im familiären Raum registriert. Und auch in Deutschland wurde schon mehrfach betont, dass ein Anstieg häuslicher Gewalt erwartet wird. Am Donnerstag etwa gab die Polizeisprecherin Berlins einen Anstieg um 10,8% der Gewalttaten in Familien in Berlin seit dem 1. März bekannt. In einer Mitteilung des Familienministeriums, in der auf die Hilfsangebote hingewiesen wird, die eben auch in diesen Zeiten bestehen, worauf dann eben in dieser Mitteilung besonders hingewiesen wurde. In dieser Mitteilung eben wird diese Zunahme an häuslicher Gewalt, die darin als erwartet beschrieben wird, auf nahezu zynisch-empathische Weise begründet. Ich zitiere aus der Mitteilung. Die erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus können manche Familien an den Rand ihrer Kräfte bringen. Kinder können nicht in die Kita oder in die Schule, hinzu kommen Homeoffice oder auch existenzielle Sorgen. Das ungewohnte, intensive Zusammensein mag für viele ein weiterer Stressfaktor sein. Diese Zeiten der privaten Abschirmung und Quarantäne können insbesondere bereits belastete familiäre Situationen leicht überstrapazieren. Zitat Ende.
Eine Überstrapazierung der Familie kann aufgrund dieses intensivierten und besonders stressigen Zusammenseins auf scheinbar selbstverständliche Weise in Gewalt umschlagen. So legt es der Ton dieser Mitteilung Ihnen nahe. Ich finde das schon bemerkenswert, dass es so beschrieben und so erläutert wird. Und man fragt sich auch, ob man das auch normal finden würde, wenn man eine analoge Beschreibung tätigen würde, zum Beispiel in der Art, dass man sagt, aufgrund des erhöhten Stresses jetzt gerade in den Krankenhäusern kann es leider schon mal passieren, dass Pfleger und Pflegerinnen Gewalt gegeneinander oder auch gegen Patienten ausüben, Patientinnen ausüben. Ich glaube, das würde man nicht normal finden. Und zwar aus dem Grund schon allein, dass ein Krankenhaus ein öffentlicher Ort ist, in dem der Umgang miteinander formalisiert ist und bestimmten Regeln unterliegt, deren Einhaltung auch gleich beobachtet werden kann. Und damit will ich natürlich nicht sagen, dass es nicht auch in Krankenhäusern schlimme Verhältnisse geben kann oder auch zu Gewalthandlungen kommen kann. Worauf ich nur hinaus will, ist eben der Stellenwert einer solchen Aussage, also die Selbstverständlichkeit, mit der jeder weiß und es auch sozusagen als ein Problem, natürlich als ein Problem, aber trotzdem eben hingenommen wird, dass es Gewalt in Familien gibt. Und der Unterschied liegt, denke ich, darin, dass die Familie, gerade weil sie sich als Rückzugsort bestimmt, weil sie ein privater Raum ist, der dem öffentlichen Blick entzogen zu sein hat, in besonderem Maße Gewalt zulässt. Gerade durch das Versprechen von Intimität werden Machtstrukturen und Zwangsverhältnisse ermöglicht, die hinter diesem Versprechen unsichtbar bleiben. Dies zeigt sich etwa auch darin, dass Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland lange, also bis 1997, als quasi unmögliches Konzept galt, weil Vergewaltigung eben als außerehelich bestimmt war und Sex in der Ehe, insofern die Ehe natürlich eine Vereinigung der Liebe ist, per Definition einvernehmlich sei. Diese Zusammenhänge gilt es also im Blick zu behalten, wenn wir von der aktuellen Situation aus weiterdenken und aus diesem Ausnahmezustand heraus in eine neue Form des Zusammenlebens und Wirtschaftens finden wollen. Die Form der Familie, so zumindest meine Position dazu, müsste dafür in jedem Fall überwunden werden. Herzlichen Dank.